Aller guten Dinge sind drei. Die dritte Petition, die ich vor 9 oder 10 Tagen online eingereicht habe bei der Stadt Dresden, hat den Titel Unfallatlas in den Themenstadtplan einbinden. Und wie ich im Video vorher gesagt habe, mir ist irgendwas eingefallen und ich hatte es vergessen, jetzt ist es mir wieder eingefallen. An wen richte ich denn die Petition? Ich schreibe im Text, der Stadtrat möge den Oberbürgermeister damit beauftragen, den sogenannten Unfallatlas, hier ein Link, des Statistischen Bundesamtes in den Themenstadtplan der Landeshauptstadt einzubinden und die Rohdaten, in Klammern für Dresden, im Open Data Portal der Landeshauptstadt zur Verfügung stellen. Was gilt es hier zu sagen? Ich hatte diese Petition vor fast genau einem Jahr ähnlich in anderem Umfang schon mal eingereicht und hatte mich damit an die Stadtverwaltung bzw. den Oberbürgermeister selbst gewendet und wollte also die Stadt darauf hinstoßen, dass es diesen Unfallatlas bereits gibt, für Gesamtdeutschland im offenen Datenformat, für jedermann verfügbar. Und nachdem die Stadt so viel von Digitalisierung immer schwafelt, sowohl die Politiker im Stadtrat als auch der Oberbürgermeister, Digitalisierung überall, alles ist toll. Inzwischen wird es im Zuge der Corona-Krise über die Corona-App werden also Daten über Bürger erhoben. Restaurantbetreiber sollen sich E-Mail-Adresse, Name und Telefonnummer aufschreiben. Also der Datenschutz der Bürger hat eine geringe Rolle, aber die Stadt rückt sozusagen nicht mit öffentlich verfügbaren Daten raus. Wie gesagt, die Petition hatte ich im Januar letzten Jahres schon mal gestellt. Damals hatte ich sie an die Verwaltung gerichtet. Jetzt richtet sich diese Petition an den Stadtrat. Er möge also dem Oberbürgermeister, der ein Jahr lang Zeit hatte, es selber zu tun, jetzt damit beauftragen mit einem Antrag. Und deswegen also jetzt die Formulierung, Stadtrat soll den Oberbürgermeister beauftragen. Letztes Jahr war es noch, der Oberbürgermeister möge das selber tun. Ich kann euch sagen, er hat es bis zum heutigen Tage nicht getan. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht geguckt, aber ich glaube nicht, ich hätte die Pressemitteilung mitbekommen, wenn es passiert wäre. So, Begründung. Die Landeshauptstadt Dresden hat unter anderem durch mehrere Beschlüsse des Stadtrates bereits einige Schritte in Richtung Informationsfreiheit und Open Data unternommen. Mit der Einbindung des Unfallatlas soll sich jeder Bürger selbst ein Bild davon machen sollen, können, wo sich Unfallhäufungsstellen befinden und damit in die Lage versetzt werden, sich selbst und gegebenenfalls seine Kinder entsprechend zu schützen. Die Daten liegen für jedermann verfügbar, bereits vor in einem offenen Datenformat vor. Vielleicht war ich betrunken, als ich die Petition geschrieben habe. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hier ist der Link zum Unfallatlas selber. Könnt ihr auch anklicken oder kopieren. Hier, zack, kopieren, einfügen. Und hier ist der Link zu den offenen Daten in Tabellenformat. Ich glaube, es ist auch eine CSV-Datei. Die habe ich mir runtergeladen und habe damit gerechnet. Sie weist also die Geokoordinaten aus und fügt einige Details noch mit hinzu, welche Verkehrsarten beteiligt waren, Autos, also Pkw, Lkw, ich glaube ÖPNV ist inzwischen einzeln aufgeführt, Güterverkehr ist einzeln aufgeführt und Fahrradfahrer, Fußgänger und so weiter. Es wird gesagt, was für ein Wochentag es war, welche Uhrzeit der Unfall war. Und es geht also auch nur um Unfälle mit Personenschaden. Das heißt, die sind auch der Polizei bekannt. Das ist also eine höchst offizielle Statistik. Wo kommen tatsächlich Menschen in Dresden bzw. deutschlandweit durch Verkehrsunfälle zu Schaden oder sogar zu Tode? Ich kann euch sagen, viele, viele, viele Unfälle finden tatsächlich nach wie vor an Kreuzungen statt. Und auch wenn manche Politiker aus welchem Lager auch immer versuchen den Eindruck zu erwecken, als sei es eine Gefahr für Fahrradfahrer auf freier Strecke von Autos überholt zu werden. Seit einem Jahr gilt ja ungefähr einem Jahr gilt der Mindestabstand von 1,50 m, wenn ein Pkw einen Fahrradfahrer überholt. Ihr könnt euch ja mal angucken, wo die Unfälle in eurem Umfeld stattgefunden haben. Mein persönlicher Eindruck ist, sie finden in erster Linie an Kreuzungen statt.
wo Menschen mit dem Auto auf die Straße einbiegen oder auch Fahrradfahrer, wo sich zwei Straßen treffen. Und ich will zur Erhellung der Verkehrsunfallsituation in Dresden beitragen und habe also dementsprechend jetzt zum zweiten Mal eine Petition online eingereicht. Ich kann nur jedem raten, probiert das mal aus. Es ist ganz einfach. Hier ist einfach mitzuzeichnen. Hier ist einfach den Link zur Petition zu teilen. Und ihr werdet relativ schnell fündig auf Seite Dresden. Reicht doch mal selber eine Petition ein. Macht euch vorher Gedanken. Fragt im Zweifelsfall noch einen Freund oder mich. Und dann probiert euch mal aus und guckt, was passiert. Wenn ihr die Petition an die Stadtverwaltung einreicht, kriegt ihr eine Antwort von der Stadtverwaltung. Wenn ihr allerdings der Meinung seid, der Petitionsausschuss, also die Politik, sollte sich damit beschäftigen und daraus Konsequenzen ziehen, dann müsst ihr das so formulieren, dass der Stadtrat den Oberbürgermeister doch bitte beauftragen möge. Ist gar nicht so schwer, muss mal ausprobieren und wie gesagt, eine einzelne Person reicht. Und das berechtigt zu einer Antwort durch den Stadtrat oder die Stadtverwaltung. Allerdings gibt es natürlich kein Recht, dass eurer Petition auch abgeholfen wird. Das steht auf einem anderen Blatt. In diesem Sinne, eine gute Nacht euch.